Das ungarische Parlament hat sich angesichts der Corona-Krise gerade selbst entmachtet. Politische Debatten sollten jetzt keinen Platz haben. Es wird wirklich diese Situation genutzt, um stärker Macht zu zentralisieren. Es gibt keine Alternative, als diese Maßnahmen anzuwenden. Überall auf der Welt entscheiden die Regierungen gerade Sachen, die sie in normalen Zeiten nicht einfach so entscheiden könnten. Und bei uns ist es auch so. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie erlebt, dass der Bundesrat so viel Einfluss auf mein Leben hat, wie im Moment gerade. Er sagt mir, ich soll daheim bleiben. Ich soll meine Freunde nur noch virtuell treffen. Ich bin einfach massiv mit Abstand und Meister am Gammel-Look. Ich darf nicht mehr zu meiner Coiffeuse. Und ich soll im Homeoffice arbeiten. Die Massnahmen, die sind wichtig, aber sie sind eben auch ein grosser Eingriff in unsere Freiheit. Und das ist eben nicht einfach so easy, weil was Regierungen während Krisen kurzfristig entscheiden, das kann, wenn man nicht aufpasst, Demokratie und Bürgerrecht fördern. Und über das müssen wir reden. Also normalerweise ist unser politisches System ja vor allem etwas. Und das ist gut so, weil Entscheidungsprozesse sind in einer Demokratie so konzipiert, dass möglichst viele Leute mitreden können. Aber das System ist jetzt nicht unbedingt ideal für zum schnell Handeln während einer Krise. Stellt euch mal vor, es würden jetzt alle noch ihren Senf dazugeben, welche Massnahmen gegen Corona jetzt richtig wären und welche nicht. Das würde ewig gehen. Und für das haben wir im Moment einfach gerade keine Zeit. Und darum gibt es eben auch in Demokratien Mechanismen, die zulassen, dass während einer Krise die Entscheidungsmacht zentralisiert wird. Also in unserem Fall jetzt beim Bundesrat. Aber so viel Macht auf Regierungen zu konzentrieren, das birgt eben auch Gefahren. Das große Problem ist, dass ein Hauptpunkt von demokratischer Entscheidungsfindung dadurch ausgeschaltet wird. Der Tariq Abushadi ist Assistenzprofessor am Politikwissenschaftlichen Institut der Uni Zürich. Und wir kennen uns schon länger. Seit 3 Jahren. Also das Risiko ist, dass die in der Exekutive dann quasi mehr einfach machen können, was sie wollen und einerseits parlamentarische Kontrolle wegfallen kann, aber auch zum Beispiel föderalistische Kontrolle und alle anderen Mechanismen, die man so hat in der Demokratie, um eben Macht zu beschränken. Es gibt eigentlich ein relativ einfaches Schema, mit dem man beurteilen kann, ob Massnahmen während einer Krise demokratisch legitim sind. Und zwar müssen 3 Kriterien erfüllt sein. Die Massnahmen müssen erstens zeitlich begrenzt sein, also es muss klar sein, wenn sie aufhören. Sie müssen zweitens verhältnismäßig sein, das heisst, sie müssen geeignet sein, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und es muss das Prinzip gelten, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und sie müssen drittens zweckmäßig sein. Das heisst, eine Massnahme, also zum Beispiel die Schliessung eines Restaurants, muss helfen, um ein Ziel, also die Eindämmung des Coronavirus, zu erreichen. Aber an vielen Orten auf der Welt werden diese Grundsätze im Moment überhaupt nicht eingehalten. Es gibt einmal ganz klar Länder, wo man eine Autokratisierung beobachten kann. Das heißt, es wird wirklich diese Situation genutzt, um stärker Macht zu zentralisieren und um liberaldemokratische Rechte zu erodieren. Für das gibt es unter anderem gerade in der EU 2 Beispiele. Das ungarische Parlament hat gerade ein Gesetz erlassen, das dem Ministerpräsidenten Viktor Orbán noch mehr Macht gibt. Er darf, solange der Notstand gilt, neue Gesetze machen, ohne das Parlament zu fragen. Er kann Wahlen verschieben, er muss geltende Gesetze nicht beachten und er kann Journalistinnen ins Gefängnis stecken, wenn sie, nach seiner Auffassung, Falschmeldungen verbreiten. Und er kann selber entscheiden, wann der Notstand fertig ist. Das nächste Beispiel ist Polen. Dort will die Regierungspartei ihren Präsidenten wieder wählen lassen. Und das, obwohl ein fairer Wahlkampf im Moment eigentlich unmöglich ist. Versammlungen, zum Beispiel Wahlkampfveranstaltungen, sind nämlich auch in Polen gerade verboten. Und die wären gerade für Kandidatinnen von der Oppositionspartei wichtig. Weil sie haben im Gegensatz zum Präsident Duda fast keinen Zugang zu den öffentlichen Medien. Die werden nämlich dort von der Regierung kontrolliert. Okay, ich muss im Fall gerade noch schnell etwas klarstellen. An alle Verschwörungstheoretiker, die so Sachen behaupten. Da steckt ein Plan dahinter, Freunde. Die wollen uns einschränken, die wollen uns kontrollieren. Das ist der erste Schritt. Und Bestätigung für ihre Theorien suchen, sind bei mir leider falsch. Weil um das geht es hier überhaupt nicht. Der Coronavirus und die Krise, die sind real. Und die Massnahmen, die die Schweiz und viele andere Regierungen im Moment treffen, die sind wichtig. Und trotzdem ist es wichtig, kritisch zu bleiben und auch in Krisenzeiten ein Auge auf problematische Vorgänge zu haben. Und um nichts anderes geht es in diesem Video. So viel dazu und jetzt weiter im Text. Die Beispiele, die wir jetzt gerade gesehen haben, das sind extreme Fälle. Machthaber wie am Orbán, denen geht es wirklich darum, die Demokratie auszuhöhlen und die eigene Macht zu sichern. Es gibt aber auch noch weniger extreme, subtilere Vorgänge im Moment.
Was wir auch sehen in westeuropäischen Ländern, ist, dass durch diese Notstandsgesetzgebung, durch diese kurzfristigen Entscheidungen häufig auch eine Begründung von Gesetzgebung verloren geht. Dass eigentlich entschieden wird nach dem Motto, there is no alternative, wir müssen das jetzt so machen. Wenn wir es nicht so machen, sterben Leute. Und das ist auch schädlich für Demokratien, weil Demokratien leben von Alternativen. Demokratien gehen darum, dass Leute sich entscheiden können. Und wenn man immer so tut, als gäbe es keine Alternative, dann ist das auch problematisch für die Demokratie. Und auch für das gibt es aktuell ein paar Beispiele. Die Regierung in Großbritannien zum Beispiel hat innerhalb kürzester Zeit ein 329-seitiges Notfallgesetz erlassen, das sehr weit in die Freiheitsrechte eingreift. Unter anderem dürfen die Polizei und die Einwanderungsbehörden Menschen festheben, von denen sie glauben, dass sie den Coronavirus haben. Sie können diesen Leuten befehlen, sich testen zu lassen und anordnen, dass sie sich isolieren. In Österreich hat die Mobilfunkfirma der Regierung das Bewegungsprofil von ihren Handynutzern zur Verfügung gestellt. Damit kann die österreichische Regierung kontrollieren, ob die sozialen Kontakte innerhalb der Bevölkerung wirklich abgenommen haben. Die Firma sagt zwar, die Daten seien anonymisiert worden, aber Datenschützer sagen, dass es für das Ganze überhaupt keine gesetzliche Grundlage gibt. Und wer in Frankreich im Moment aus dem Haus will, der muss so ein Formular dabei haben. Dort müssen der Name, die Adresse und das Geburtsdatum draufstehen und der Grund, wieso man aus dem Haus muss. Das sind Massnahmen, die während der Krise Sinn machen können. Aber die Gefahr ist, dass die Massnahmen eben nach der Krise nicht einfach wieder rückgängig gemacht werden. Ja, also wir kennen das aus der Vergangenheit, wenn es so Krisengesetzgebung gab, beispielsweise 9/11 ist ein sehr gutes Beispiel, generell Antiterrorgesetzgebung, dass wir eigentlich einen Einschnitt in liberale Freiheiten gesehen haben und die dann weiterhin bestehen bleiben. Weil ein Gesetz umzukehren ist immer was anderes, als einfach ein Gesetz nicht zu haben. Und wenn ihr euch bis jetzt zurückgelehnt habt und denkt, ey, was geht mich das eigentlich an in der Schweiz, das ist unmöglich bei uns, dann muss ich euch enttäuschen. Genau gesagt, Michelle macht das. Also pünktlich. Michelle, willst du gerne unsere User enttäuschen? Ja, genau. Weil vor rund 70 Jahren hat sich das Schweizer Volk die direkte Demokratie wieder zurückkämpfen. Und das auch nach einer Katastrophe, nämlich im Zweiten Weltkrieg. Kurz bevor der ausgebrochen ist, hat nämlich das Parlament am Bundesrat rechtlich und finanziell eine freie Hand gegeben. So konnte er schneller reagieren. Das Parlament, aber auch das Volk, hatten wirklich fast keinen Einfluss mehr auf die Politik im Land. Der Bundesrat hat dann also während dem sogenannten Vollmachtenregime per Notstandsrecht regiert. Und so quasi die Verfassung außer Kraft gesetzt. Zu dieser Zeit hat nämlich der Bundesrat Massnahmen getroffen, die recht einschneidend waren für den Alltag der Bevölkerung. Zum Beispiel hat es eine Nachrichten- und Pressekontrolle gegeben. Man hat seine Wohnung auf nicht mehr als 18 Grad heizen und Lebensmittel sind rationiert worden. Und übrigens, die direkte Bundessteuer, die wir ja heute noch zahlen, die stammt auch aus dieser Zeit. Und sie wäre eigentlich zeitlich begrenzt gewesen, weil mit der hat man dazumal Militärausgaben finanziert. Manchmal hat der Bundesrat aber seine Macht auch missbraucht, um Sachen zu entscheiden, die überhaupt nichts mit dem Krieg zu tun hatten. Zum Beispiel, dass eine Frau ihr Bürgerrecht verliert, wenn sie einen Ausländer heiratet. Und ja, es sind wirklich nur die Frauen gemeint mit dem. Die sind dann einfach staatenlos geworden. 1945 war ja dann der Krieg aber fertig gewesen. Und durch das auch die wichtigste Legitimation für eben das Vollmachtenregime. Der Bundesrat hat aber anscheinend seine Kompetenzen recht gut gefunden und auch nicht mehr wollen abgeben. Das Schweizer Volk hat sich dann seine Rechte schlussendlich mit einer Volksinitiative wieder zurückkämpfen. Und so ist das Vollmachtenregime erst 7 Jahre, nachdem der Krieg fertig war, abgeschafft worden. Experten sagen übrigens, dass die Schweiz ohne die Abstimmung heute wahrscheinlich recht anders aussehen würde. Die Situation von damals kann man jetzt nicht eins zu eins auf die Corona-Krise übertragen. Weil im Unterschied zu Kriegszeiten bewegt sich der Bundesrat im Moment explizit innerhalb der Bundesverfassung. Er kann sich zwar darüber hinwegsetzen, aber nur für eine bestimmte Zeit, und zwar maximal für 6 Monate. Was das Beispiel aber zeigt, ist, dass es eben Sinn macht, genau herzuschauen. Auch in einer Demokratie wie unserer. Also, wir befinden uns im Moment gerade in einer außerordentlichen Lage gemäß Epidemiegesetz. Das klingt jetzt relativ kryptisch, bedeutet aber eigentlich nichts anderes, als dass der Bundesrat gerade Massnahmen gegenüber der Bevölkerung anordnen darf, die er im Normalfall nicht einfach so kann. Und das hat er ja auch gemacht. Bleiben Sie zu Hause, Abstand halten. Les établissements suivants devront fermer leurs portes. Tous les restaurants, bars, discothèques. Tous les lieux de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les théâtres, les bibliothèques, les cinémas. Les salles de concert, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines et wellness, les domaines skiables, les parcs et les zoos, tous les commerces, les marchés, les salles de les studios de tatouage.
Also, wenn wir jetzt nochmal an die Tauwahlen vom Anfang denken, dann kann man sich jetzt fragen, sind die Massnahmen zweckgebunden, verhältnismäßig und zeitlich begrenzt? Ich glaube, die Schweiz hat eigentlich noch einen relativ liberalen Weg gegangen im Verhältnis zu anderen Ländern. Also es ist eigentlich sehr maßvoll entschieden worden. Und zeitlich begrenzt sind die Massnahmen auch, und zwar bis zum 13. September 2020. Jetzt könnte man ja sagen, ja, aber wir sind ja direkte Demokratie, das ist ja alles schon gut, wie das läuft. Können wir uns wirklich so stark zurücklehnen in der Schweiz, oder gibt es wirklich Punkte, wo man muss sagen, hey, da muss man überall aufpassen, auch in der Schweiz? Natürlich muss man hier vielleicht weniger aufpassen als in anderen Ländern, wo jetzt so ein Angriff auf liberal-demokratische Prinzipien schon stattgefunden hat. Aber natürlich zeigen genau diese Länder, wo man vor 10 Jahren wahrscheinlich auch gesagt hätte, naja, da wird schon nichts Schlimmes passieren, dass man überall aufpassen muss, dass Demokratie sich eben nicht einfach nur selbst erhält, sondern dass Demokratie auch immer die Arbeit an diesen Prinzipien und Institutionen bedeutet und deswegen dieser Diskurs so wichtig ist. Und zu diesem Diskurs, zu dem können wir alle beitragen. Also einerseits die Expertinnen, die sich sozusagen von Berufswegen Gedanken darüber machen, wie eine Demokratie in Krisenzeiten funktioniert. Und andererseits natürlich auch die Medien. Wir haben jetzt da gerade ein bisschen spezielle Doppelrolle, weil einerseits müssen wir die Informationen vom Bundesrat an die Bevölkerung weitergeben. Und andererseits ist es aber auch unsere Aufgabe, kritisch zu bleiben und auch nachzuhaken, wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte. Und die Bevölkerung, also du auch, haben eben auch eine wichtige Rolle. Weil die Massnahmen vom Bundesrat im Moment umzusetzen, das ist sicher wichtig. Aber es ist eben auch wichtig, dass die Bevölkerung die Rückkehr zu der Normalität dann auch einfordert, wenn sie so weit ist. Und dass man PolitikerInnen, wenn nötig, auch daran erinnert, dass das, was während der Krise entschieden wurde, auch wieder rückgängig gemacht wird, wenn die Krise vorbei ist. Okay, das sind jetzt eher negative Folgen, die Corona-Krise haben kann. Wir haben uns aber auch mal angeschaut, was die Krise für positive Folgen könnte haben für unsere Gesellschaft. Das Video findet ihr hier. Und nächste Woche gibt es unser nächstes Video. Dort geht es um Afrika. So viel kann ich schon mal verraten. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal.